Zeig mir dein Gehirn und ich sag dir, ob du trans bist. Also, letztens gab es hier dieses Video. Frauen und Männer haben verschiedene Gehirne. Noch Fragen? Alles klar, oder? Okay. Tschö! Okay, okay, wir reden drüber. Und viele von euch haben gefragt, was ist eigentlich mit dem Gehirn von Transpersonen? Freunde der Sonne, es ist wieder soweit. Holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich. Wir reden jetzt über die Biologie hinter Transgender. Die Wissenschaft geht davon aus, dass Transgender und Biologie eng miteinander verknüpft sind. Denn unsere Gedanken sind nicht einfach materielos, sondern sie sind grundbiologisch. Alles Psychologische ist auch gleichzeitig biologisch. Es sind alles zelluläre, molekulare Prozesse. Und die interessante Frage ist doch jetzt, werde ich als Transperson geboren? Und wenn ja, wie? Das zu erforschen ist ziemlich anspruchsvoll. Deswegen fangen wir erstmal an mit den Problemen, also mit den Sachen, die wir nicht wissen, und gehen dann zu den Sachen, die wir wissen. Problem Nummer 1. Trans-Studien sind klein. Für große Datenmengen und gute Statistik gibt es nun einmal nicht so viele Transpersonen. Man weiß nicht genau wie viele, aber schätzungsweise sind es unter 1% der Bevölkerung. Und diese Zahl wird eigentlich noch kleiner, wenn man alle Personen ausschließt mit einer Hormonbehandlung, um eben zu untersuchen, welche Faktoren von Geburt an eine Rolle spielen. Denn Hormone beeinflussen uns auch im Erwachsenenalter und auch unser Gehirn. Problem Nummer 2. Das Gehirn ist plastisch. Plastisch bedeutet, das Gehirn entwickelt sich ein Leben lang weiter. Je nachdem, was wir erleben, was wir lernen, was für Hormone auf uns einwirken. Das heißt, wenn man einen Unterschied feststellen sollte im Durchschnitt zwischen Cis-Personen und Trans-Personen im Gehirn, dann kann man jetzt noch nicht sagen, sind diese Unterschiede im Laufe des Lebens entstanden oder wurden sie damit geboren? Problem Nummer 3. Gender und Geschlecht sind nicht dasselbe. Gender ist nicht das biologische, körperliche Geschlecht, sondern die soziale Geschlechterrolle oder das Geschlechterbild, also etwas Kulturelles und Gesellschaftliches. Aber es ist auch etwas Psychologisches und damit auch etwas Neurologisches und etwas Körperliches. Mein Gehirn beeinflusst jetzt, wie ich Gender sehe, aber auch Gender als soziales Konstrukt beeinflusst auch wiederum meine Gehirnstruktur, weil es ja plastisch ist. Und das macht es total schwer, Gender biologisch isoliert zu betrachten, weil diese gesellschaftlichen Aspekte da immer mit reinspielen und die sich gegenseitig beeinflussen. Problem Nummer 4. Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Dazu gibt es auch noch ein ganzes Video. Korrelationen kann ich messen, aber die geben mir noch keine Ursachen. Beispiel, also irgendein Quatschbeispiel, sagen wir, Transfrauen haben sternförmige Gehirne. Okay, dann kann ich nicht sagen, ob ein sternförmiges Gehirn zu Transidentität führt oder ob Transsein mein Gehirn sternförmig macht. Oder beides gleichzeitig und ist irgendwie ganz komplex miteinander verwoben. Ich kann nur sagen, sternförmiges Gehirn und Transsein geht miteinander einher. Ich weiß aber nicht, ob das eine das andere verursacht oder andersrum. Oder es ist vielleicht noch viel komplizierter, vielleicht spielt eigentlich die spezielle Sternform eine Rolle. Also ihr wisst, was ich meine. Okay, genug Probleme. Was kann man jetzt denn sagen oder vermuten über die Ursachen von Transgender? So, jetzt pass auf. Eine Hypothese, also eine wissenschaftliche Vermutung ist, Transgender ist, wenn meine Geschlechtsorgane nicht zu den Geschlechtsmerkmalen meines Gehirns passen. Und dann kann man denken, seit wann hat das Gehirn Geschlechtsmerkmale? Aber dann erinnern wir uns an das Video. Frauen und Männer haben verschiedene Gehirne. Bei unserem Gehirn liegt tatsächlich ein sogenannter Dimorphismus vor. Abgeleitet vom griechischen Dimorphos, was zweigestaltig heißt. In der Biologie heißt Dimorphismus, dass innerhalb derselben Art zwei verschiedene Erscheinungsformen auftreten. Hier reden wir von einem Sexualdimorphismus oder Geschlechtsdimorphismus. Das sind biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die sich nicht auf die Geschlechtsorgane beziehen. Das können Sachen sein wie Bartwuchs oder durchschnittliche Körpergröße. Und auch im Gehirn gibt es gewisse Merkmale, die dimorph sind. Man könnte jetzt noch wieder zu sagen, wenn ihr mehr wissen wollt, gibt es das andere Video dazu. Welche Bedeutung hat jetzt dieser Dimorphismus für die Transgender-Forschung? So, es gibt eine Gehirnregion, die heißt BSTC. Und diese BSTC-Gehirnregion ist bei Männern deutlich größer und sie spielt eine Rolle beim Sexualverhalten. In einer Studie hat man jetzt diese BSTC-Region bei verschiedenen Versuchsgruppen gemessen. Erstens Transfrauen, also biologische Männer, die sich als Frauen identifizieren. Zweitens Transmänner, also biologische Frauen, die sich als Männer identifizieren. Und
Cis-Männer und Frauen, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht auch identifizieren. Das Ergebnis? Obwohl Transfrauen ja biologisch-körperlich Männer sind, war ihre BSTC-Hirnregion kleiner, also so wie bei Cis-Frauen. Und auch andersrum, die Trans-Männer hatten eine relativ große BSTC-Region, ähnlich wie die Cis-Männer. In einer anderen Studie von der RWTH Aachen nahm man eine Art Pheromon, also einen Duftstoff, auf den Frauen normalerweise voll abfahren, Männer allerdings nicht so stark reagieren. Und unterm Hirnscanner beobachtete man, dass Transpersonen eher so reagieren, wie das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren. Das heißt, Transfrauen fuhren eher auf diesen Duftstoff ab, Transmänner nicht so sehr. Und es gab tatsächlich noch mehrere Studien, die verschiedene Gehirnmerkmale und Gehirnaktivitäten untersucht haben, die zu dem gleichen Ergebnis kamen, nämlich das Gehirn von Transpersonen ähnelt eher dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, als ihrem biologischen Geschlecht. Darauf muss man erstmal einen Schluck Tee trinken, würde ich sagen. Aber bitte schaut das Video zu Ende, denn die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Wir sollten bei der Geschichte nie unsere vier Probleme vom Anfang vergessen, ja? Also es handelt sich hier um Hypothesen, also um Vermutungen, die wissenschaftlich und logisch untermauert sind, aber eben noch nicht bewiesen sind. Was wäre jetzt eine logische Erklärung für das Ganze? Manche vermuten, es passiert schon im Mutterleib. Welches biologische Geschlecht wir bekommen, entscheidet sich in dem Moment, wo das Spermium die Eizelle befruchtet. Trägt es ein Y-Chromosom, wird es ein Junge. Trägt es ein X-Chromosom, wird es ein Mädchen. Im Mutterleib entwickeln sich jetzt beim Embryo zuerst die Geschlechtsorgane und später dann auch schon weibliche und männliche Gehirnmerkmale. Also das Gehirn ist jetzt natürlich damit nicht fertig. Es ist jetzt nicht so, dass wir mit einem bestimmten Gehirn geboren werden. Das war's, wir erinnern uns. Das Gehirn ist plastisch. Aber trotzdem geht man davon aus, der Dimorphismus des Gehirns beginnt schon im Mutterleib. Die Standardentwicklung wäre XX-Chromosom, weibliche Geschlechtsmerkmale, weibliches Gehirn. Beziehungsweise XY-Chromosom, männliche Geschlechtsmerkmale, männliches Gehirn. Doch diese Entwicklung hängt nicht nur von unseren Sexualchromosomen X oder Y ab, also nicht nur von unseren Genen, denn ab irgendeinem Punkt kommen zum Beispiel auch Sexualhormone ins Spiel. Beispiel, sobald sich bei den Jungs die Hoden entwickeln, schütten diese unter anderem Testosteron aus und Testosteron hat unter anderem Einfluss aufs Gehirn. Jetzt könnte, vereinfacht gesagt, Folgendes passieren. XY-Chromosom, also männliche Gene, männliche Geschlechtsmerkmale. Doch dann kommt es zu irgendeinem Hormonchaos. Zum Beispiel haben wir zu wenig Testosteron und wir kriegen weibliches Gehirn. Männliche Geschlechtsmerkmale, weibliches Gehirn. Zack, fertig. Transidentität. Aber mit dieser Hypothese sind nicht alle Experten mit an Bord. Bei all den spannenden Ergebnissen darf man nicht verschweigen, dass es eine ganze Handvoll Studien gibt, die das Ganze eben nicht sehen. Die eben nicht sehen, dass Transfrauen ein typisch weibliches und Transmänner ein typisch männliches Gehirn haben. Also, ich habe euch ja am Anfang die vier Probleme aufgezählt. Mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass so etwas Komplexes wie Gender oder Transgender sich anhand ein paar messbarer Gehirnmerkmale festlegen lässt. Es wäre also zu stark vereinfacht zu sagen, dass eine Transfrau ein weibliches Gehirn in einem männlichen Körper hat. Wenn überhaupt, haben Transpersonen eine Art Transgehirn. Dazu passt die Hypothese der Neurowissenschaftlerin Ivanka Savic. Sie zeigte Transpersonen Fotos von ihnen selbst und von anderen Personen und schaute sich an, welche Gehirnregionen dabei aktiv werden. Diese Gehirnregionen, die mit Selbstwahrnehmung und Identität und Körperwahrnehmung zu tun haben, waren bei Transpersonen anders strukturiert als bei Cis-Personen. Teilweise waren die entsprechenden Gehirnregionen kleiner oder weniger verknüpft. Man könnte also fast sagen, und ich vereinfache wieder stark, dass die Verknüpfung zwischen Selbstwahrnehmung und Körperwahrnehmung bei Transpersonen schwächer ist. Nicht nur psychologisch, sondern tatsächlich neurologisch messbar. Mein Tee ist leer. Deswegen sage ich jetzt, es ist sicher, dass Transgender etwas mit Biologie oder mit Neurologie zu tun hat. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich mir das Gehirn einer Transperson oder einer Person anschauen kann und dann sagen kann, ob diese trans ist. Das ist nicht möglich und das wird vielleicht auch nie möglich sein. Aber Gender zu untersuchen ist nicht nur für die Sozialwissenschaften, sondern auch für die Biologie und auch für die Neurowissenschaft ein ganz grundlegendes Forschungsgebiet. Der Neurobiologe Antonio Guillermon, falls ich diesen Namen richtig ausspreche, auf jeden Fall einer der führenden Experten auf diesem Gebiet, findet, dass es bei der Suche nach der Geschlechtsidentität um sehr viel mehr geht als nur um Pronomen. Das Geschlecht sei einer der grundlegendsten,
zentralsten Punkte unserer eigenen Biologie. Finde ich persönlich ziemlich einleuchtend und man muss sich einfach nur mal vorstellen, was das bedeutet, täglich über einen zentralen, grundlegenden Punkt seiner eigenen Biologie zweifeln zu müssen. Wenn ihr also persönliche und gesellschaftliche Kommentare loswerden möchtet, die über die Wissenschaft hinausgehen, dann sehr gerne. Nur bleibt dabei bitte sachlich und respektvoll, wie es sich nun mal gehört für Freunde der Sonne und für Menschen mit einem wissenschaftlichen Spirit. Ich komme mir manchmal vor wie eure Mama. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, eure Kommentare zu lesen und wir sehen uns in der Endcard. Freunde der Sonne, es gibt ganz tolle Neuigkeiten, nämlich unser Video Fluoride verkalken das Gehirn wurde für den Fast Forward Science-Wettbewerb nominiert. Es gibt einen Jurypreis, gibt aber auch einen Publikumspreis und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne dabei unterstützen. Und zwar bis zum 16. Oktober könnt ihr unter diesem Video Kommentare hinterlassen und das liken. Also es werden alle neuen Kommentare, neuen Likes gezählt, die jetzt bis zum 14. Oktober dazukommen. Das heißt, wenn ihr das Video schon geliked habt, könnt ihr nichts mehr für uns tun. Kommentieren könnt ihr immer noch und alle Kommentare, die eine Diskussion anstoßen, zählen doppelt. Also doppelt. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, bleibt sicher.